Hallo, heute stelle ich die Frage, was hat eigentlich unsere Familie mit unserem jetzigen Alltag zu tun, also unsere Herkunftsfamilie? Und ihr könnt euch das so vorstellen, ich habe hier mal ein Säckchen voller Figuren, groß, klein. Und das ist so, wie wenn wir mit diesem Rucksäckchen durch die Welt spazieren würden. Das heißt, wir haben unsere Familie immer im Gepäck, wie einen Rucksack. Was ist denn da drin in diesem Rucksack? Da sind unsere ganzen Ahnen drin. Also Ahnen heißt unser ganzes System, was vor uns war. Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen. Zum System gehören auch Lehrer, Begegnungen, Chefs, also alle Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und auch Menschen, mit denen wir nicht zu tun haben. Also das kleinste System bin mal ich. Ich in mir selbst. Und jeder Mensch hat ja verschiedene Anteile in sich selbst. Potenziale, Stärken, Schwächen, Erlebnisse. Man kann auch solche Anteile auch stellen und benennen und sagen, also das ist die Kriegerin und das ist die Mama und das ist die Beschützerin und das ist die Künstlerin. Also ich selbst bin mal ein System. In meinem Organismus, mein Organismus ist ein System und ich in mir selbst mit meinen Anteilen bin System. Dann habe ich mein Ursprungssystem, das heißt Mama, Papa, Geschwister, das ist mein Ursprungssystem. Aus dem bin ich entsprungen, aus meiner Mutter, aus meinem Vater bin ich entsprungen. Dann gibt es noch ein weiteres System, das dann die Ahnen sind, Großeltern, Urgroßeltern, bis hin zu Urmenschen, Adam und Eva oder wie immer ihr auch das nennen möchtet. Das ist unser Familiensystem. Und dann sind wir im System eingebunden in unserem sozialen System. Unsere Nachbarn, unsere Schule, unser Kindergarten, unser Geldsystem, unser Bankensystem. Unser System in Deutschland, wie funktioniert es? Welche Werte werden da vermittelt? Ist auch ein System. Dann gibt es das System Europa. Und welchen Stellenwert hat denn Deutschland, ich als Deutsche, in diesem System für einen Stellenwert? Und dann gibt es wieder die Kontinente und dann gibt es dann die Welt und dann gibt es das Universum. Es ist alles ein System, wie im Großen, so im Kleinen. Und es ist auch in der Natur so, es wiederholen sich die kleinen Dinge wie die großen Dinge. Und auch in unserem Körper, ne? Also unser Körper ist auch ein Universum. Wenn wir uns eine einzige Zelle anschauen, was bedeutet die zu diesem ganzen System? Es ist auch wie ein Universum. Also unser ganzes Dasein besteht aus Systemen. Und in diesen Systemen bewegen wir uns. Wir bewegen uns in uns selbst mit unseren Gefühlen. Und ich gehe jetzt mal auf unsere Herkunftsfamilie ein. Das heißt, ich werde in ein System geboren mit Vater und Mutter und Geschwistern. Und in diesem System. Habe ich zu bestehen, ich als Individuum. Und ganz unbewusst passiert es, dass ich mich umschaue, okay, wer ist denn meine Mama, wer ist mein Papa, wer sind meine Geschwister und wie funktioniert das System? Also wir alle haben eine Urahnung davon, wie Systeme funktionieren. Also es ist auch immer so ein Gefühl, ne? Der ist mir sympathisch, der ist mir unsympathisch, da habe ich Angst und so weiter. Unsere Gefühle sind unsere Gradmesser, wie bewege ich mich in einem System. Jetzt werde ich in ein System hineingeboren und erlerne auch bestimmte Dinge in diesem System. Papa, Mama, Kind. Wie muss ich sein? Wie laut muss ich schreien, damit ich Essen bekomme, damit ich Trinken bekomme?
wenn ich ruhig bin, geht es schneller, wenn ich lauter bin, geht es schneller. Also wir erlernen in unserem Familiensystem Verhaltensweisen und setzen voraus, dass die Welt so funktioniert. Und jetzt gehe ich noch eine Generation weiter zurück. Unsere Eltern haben das wiederum auch gelernt. Das heißt, unsere Eltern sind von den Großeltern in die Welt geschlüpft und haben von diesen gelernt, aha, wie muss ich in diesem Familiensystem sein, damit ich gut bestehen kann. Das haben sie dann mitgenommen, das Päckchen. Und diese Ansichten und diese Ideen und diese Verhaltensweisen und leben mit diesen. Und dann wir als jetzt kommen wieder ins System. Und so kann man das zurück immer weiter verfolgen. Und deswegen hat unser jetziges Leben und Dasein mit unserem Familiensystem zu tun. Weil es gibt Familientraditionen, unausgesprochene Familienverbote, Familiengesetze, Familienverhaltensweisen. Und wir als Individuum schließen darauf, dass unser System, aus dem wir herkommen, wenn wir nichts anderes dazu lernen und andere Erfahrungen machen, schließen wir daraus, aha, so funktioniert die Welt. Und man bekommt auch einen gewissen Tunnelblick. Das heißt, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke, das sehe ich ja auch. Ne? Wenn ich mich jetzt ganz stark auf das Bild konzentriere, das an der Wand da vor mir hängt, dann sehe ich die anderen Dinge nicht mehr. Und wenn ich aus meinem Familiensystem Glaubenssätze mitnehme, die Welt ist ein finsterer Ort, dann bin ich da fixiert und ich werde Dinge erleben, die Welt ist ein finsterer Ort. Oder Kunst ist eine brotlose Arbeit. Ne? Dann werde ich immer mit diesem Glaubenssatz in Erfahrung treten, in Resonanz treten. Mit Kunst kann man sich nicht sein Brot verdienen. Und darum ist es so wichtig zu überprüfen, ich als Individuum, welche Glaubenssätze habe ich denn in mir? Ihr könnt mal nachforschen in euch selber, und mal solche Sachen aufschreiben. Reiche sind eingebildet, ohne Fleiß kein Preis, so einfach geht's doch gar nicht. Was auch immer euch da einfällt, schreibt es einfach mal auf und guckt mal, ob ihr das zurückverfolgen könnt. Wer sagt denn solche Sachen in eurem System? Und es ist nur ein winziger kleiner Ausschnitt dessen, von Bewusstwerdung, wer bin ich? Wer kann ich sein mit meinen ganzen Potenzialen? Also ich habe und jeder Mensch hat unglaublich viele Potenziale. Und es gilt zu gucken, die zu entdecken. Wer bin ich denn? Welche Potenziale habe ich denn? Und mal auch zu schauen, okay, das eine sind die Verhaltensmuster, Glaubenssätze, was ich da erlernt und gelernt habe von meinem Familiensystem. Und das andere ist, wer bin ich denn eigentlich? Ich selbst, ohne diese auferlegten Muster, Werte, Verbote, Gesetze. Und es geht ja noch weiter hinaus über unsere Familie, im Schulsystem, im Staatssystem, in Bayern, in Oberpfalz, in meiner Stadt. Welche Regeln herrschen da? Ne? Wie geht man in der Nachbarschaft um? Und all das ganze System wirkt auf uns ein und wir wirken auf das System ein. Und anfangen würde ich jetzt mal vom Familiensystem, weil das unser Ursprung ist, ne, da kommen, wo wir herkommen. Und das spiegelt sich oft in der Außenwelt auch wieder. Also das, was ich im Ursprungssystem für eine Rolle innehabe und eingenommen habe, die werde ich auch immer wieder in vielen, vielen anderen Systemen übernehmen. Also ein erster Schritt, guckt mal, was hat meine Familie eigentlich mit mir selbst zu tun? Und was hat es mit dem Jetzt zu tun? Welche Glaubenssätze sind in mir? Welche Motivationen sind in mir? Welche Verbote? Welche Blockaden? Und kann ich vielleicht einen Rückschluss auf
das System Familie ziehen und schauen, aha, der Glaubenssatz, den habe ich ja immer wieder mal gehört. Ist es wirklich meiner? Glaube ich das wirklich? Somit viel Spaß beim Entdecken eurer selbst. Bis bald. Tschüss.